Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Kommt jetzt endlich der Preisdeckel auf Strom, so wie es mehrere Landeshauptleute gefordert haben? Wird eigentlich der Bundeskanzler nur noch von den Ländern getrieben oder ist er es selbst, der das entscheidet? Und wie geht es mit Teuerung, mit Krise, mit Gaskrise, mit Wladimir Putin und Europa weiter? Soll es eine Abschöpfung der Zusatzgewinne der Energiekonzerne geben und wie ist denn so der neue Bundespräsidentschaftskandidat von Herbert Kickl und was wird das für Alexander Van der Bellen bedeuten? Spannende Themen für unser Duell Andreas Mölzer gegen Robert Miesig und damit schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Jetzt haben wir ja schon mehrmals darüber geredet, dass es diese Vorschläge gibt. Preisdeckel zumindest auf Strom hat vergangenen Sonntag Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gefordert. Da haben sich dann mehrere auch schwarze Landeshauptleute zustimmend geäußert. Ursprünglich hatte der Bundeskanzler das abgelehnt. Seit gestern heißt es jetzt offiziell, er lasse den Vorschlag vom WIFO-Chef Felbermayr vom Finanzministerium errechnen, was so viel heißt wie, das wird kommen, oder? Ja, das weiß man nicht genau, aber man hat natürlich schon den Eindruck, du hast ja die Abfolge auch der Landeshauptleute genannt, aber es sind ja auch Wirtschaftsforscher, es sind die Gewerkschaften, es ist die Opposition. Der Bundeskanzler hat sich immer gegen alles gesperrt, hat immer nur gesagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Das geht mir überhaupt ein bisschen auf die Nerven, dass nie was geht. Ja? Also, und deswegen, man hat den Eindruck, er ist so der praktisch Co-Pilot, ja, der Beifahrer, und wird eben eigentlich einen Piloten brauchen, insbesondere im Kanzleramt. Das ist die eine Geschichte. Ja? Aber gut, wenn das jetzt passiert, das ist die positive Seite dran. Die negative dran ist, gerade ein Vorschlag dieser Art, der ja heißt, irgendetwas, was davor übliche Verbrauch oder der Vorjahrsverbrauch war, soll zu 80% oder einem anderen Prozentsatz gedeckelt sein. Alles drüber soll durchaus zu Marktpreisen verrechnet werden, damit auch diese Preissignale, die ja zum Sparen auch anhalten sollen, nicht vollständig nivelliert werden. Diesen Vorschlag, den gibt es seit Monaten in der Diskussion. Ja, also ich glaube, im Februar war es die Forscherin aus Massachusetts, Isabel Weber, die den stark gemacht hat in den USA, in Deutschland mit den Gewerkschaften durchgerechnet hat, in Österreich mit dem Momentum-Institut. Ich selber habe es wahrscheinlich in dieser Sendung dreimal vorgeschlagen. Ja, das war im Februar, März und so weiter. Jetzt haben wir Juli, bald August und erst jetzt dieses, sagen wir mal, in der ernsthaften politischen Diskussion. Was mich da mehr stört dran, also was mich da am meisten dran stört, ist jetzt nicht, wer hat es erfunden und gibt es Urheberrechte, sondern eher diese 4, 5 verlorenen Monate, naja, die sind halt verloren mit diesem Hinhaltetaktik und diese Dinge nicht ernsthaft zu erwägen. Mhm. Sind die verloren und kommt das zu spät? Weil ich meine, jetzt der Fairness halber muss man dazu sagen, die letzten Monate gab es ja auch durchaus Einmalzahlungen und Sonstiges und an sich sind sich alle Experten einig, im Herbst wird es dramatisch werden. Aber wann sollte die Regierung das jetzt umsetzen? Jetzt naja. Oder so, wie sie sagt, machen wir es im Herbst? Es ist halt wie immer in Österreich zu spät und auf halben Wegen. Ne? Und man hat wirklich das Gefühl, der Bundeskanzler gibt sich dann, er beginnt nachzudenken oder lässt rechnen, das klingt ja auch schon bezeichnend. Es ist halt wirklich so, dass alles um Monate zu spät kommt und dass man Dinge, die die Ungarn, die die Slowenen, die die Kroaten gemacht haben, in Bezug auf Benzinpreis zum Beispiel, oder auch eine Strompreisdeckelung, wie sie die Schweiz macht, die halt nicht das teuerste Kraftwerk als Ausgangsbasis nimmt, sondern den Durchschnitt der Stromerzeuger, dass das dann kommt bei uns aber sicher so zu spät, dass es die Menschen nicht merken. Und es ist wirklich auch das, auch dieser Vorgang, der Mechanismus, wie das jetzt zustande kommt, das wird eine Deckelung in irgendeiner Form kommen, sei es der Felbermayr-Vorschlag oder ein bisschen eine Variation. Aber es wird so sein, dass die Menschen trotzdem schmerzhaft betroffen sind und dass halt irgendwann einmal der Überdruss an dieser Regierung so groß wird, weil dass die nicht entscheidungsfähig ist, dass die immer zu spät entscheidet. Das liegt ja jetzt wirklich offen auf der Hand. Also ich glaube, auch das ist ein weiterer Baustein, damit diese Regierung jetzt relativ bald im politischen Orkus verschwindet.
Jetzt habe ich heute am Abend vor dieser Sendung auch die Landeshauptleute Michael Ludwig und Christoph Drechsler im Interview gehabt. Und Ludwig sagte, es sollte auch mit Lebensmitteln was passieren. Also entweder eine Preisdeckelung oder der SPÖ-Vorschlag Mehrwertsteuer abschaffen. Und interessanterweise sagt auch Christoph Drechsler, besondere Zeiten erfordern besondere Lösungen und man solle durchaus darüber diskutieren und sich die Vorschläge der Sozialpartner vor allem ernsthaft überlegen. Glaubst du, dass die ÖVP und auch die Grünen, muss man fairnesshalber dazu sagen, das haben beide Parteien diese ganzen Preisdeckel bislang abgelehnt, dass die auch da einschwenken werden oder war es das mit dem Strompreis? Ja, das weiß ich nicht. Das gibt es ja auch in jedem dieser Fälle. Es gibt immer unintendierte Nebenfolgen oder auch welche, die man schon im Vorhinein erwarten kann und die dann auch neben dem großen positiven kleine negative Effekte haben. Ja? Natürlich kann man einen kleinen Kreislauf, selbst in Supermärkten, wenn die Preise explodieren, also wenn deren Einkaufspreise und die Transportkosten und die Energiekosten explodieren, nicht sagen, ihr müsst es zum gleichen Tarif verkaufen wie vorher, weil dann gehen manche davon pleite. Jetzt werden wahrscheinlich sozusagen quasi die großen Konzerne da durchaus noch irgendwie einen Spielraum haben. Aber das muss man natürlich alles bedenken. Es ist ja nicht gesagt, dass jede dieser Lösungen einfach sein muss. Nur das habe ich ja vorher schon andeuten wollen. In solchen Fällen wird uns immer gesagt, ja, das ist zu kompliziert, es geht nicht, aus diesen Gründen geht es nicht, auch mit dem Rausgehen aus dem Merit-Order-System. Vieles davon, was uns da dann präsentiert wird, ist durchaus Merit-Order-System, also dass das letzte Kraftwerk, das teuerste Kraftwerk, in dem Fall die Gaskraftwerke, im Augenblick den Strompreis bestimmen, selbst dort, wo gar nicht so viel Strompreis drinnen ist. Da sagt man uns, das ist in einem europäischen Verbund und wir sind da doch im mittel- und osteuropäischen, auch technischen Verbund. Mhm. Das ist ja jetzt nicht nur sozusagen, das muss ja auch technisch funktionieren, dass die Spanier sozusagen an andere Länder ihren Strom verkaufen, als das die Slowaken tun, ist irgendwie logisch. Dass es da schwierig ist, weil dann würde Österreich natürlich nicht mehr beliefert werden und international ist halt. Kann man alles argumentieren? Muss man sich vielleicht eine bessere Lösung mit viel mehr Kleingedruckten überlegen? Der Punkt ist nur immer, ich bin es leid, dass man uns immer sagt, das geht nicht. Ja? Wenn irgendwas eine zweitbeste Idee ist, eine drittbeste Idee ist, dann soll man die zweitbeste suchen. Die allerbeste wird man nicht finden in einer dilematorischen Situation. Ja? Aber dass man uns immer erklärt, weil das Beste nicht zu haben ist, lassen wir das Schlechteste, tun wir gar nichts, das ist ein Blödsinn. Na, es ist ja wirklich merkwürdig. Ne? Da gab es zum Beispiel eine Werbeaktion, ich glaube, es war vom Verbund, wo es heißt, grüner Strom. Wir garantieren Ihnen, dass nur Strom aus Wasserkraft zu Ihnen kommt. Die müssten ja eigentlich billigen Strom beziehen. Die zahlen aber noch mehr, die Bezieher des grünen Stroms. Ne? Da sieht man nur, wie pervers das ist. Aber schauen Sie, der Herr Bundeskanzler Nehammer hat sich als wahrer Nebuchadnezzar erwiesen. Ne? Er hat sie einreden lassen vor den Fanatikern der Marktwirtschaft. Ne? Und ich habe viel dafür übrig, ne? Dass man ja keine Eingriffe in den Markt. Ne? Die haben alle vergessen, dass es heißt soziale Marktwirtschaft. Ne? Dass es natürlich soziale Regulative geben muss, wenn die Zeiten entsprechend sind. Ne? Und da muss man halt dann einmal eingreifen. Und da sind halt dann Mechanismen notwendig. Und das ist ja wirklich traurig, dass ich so weit gekommen bin, dass ich sage, die vernünftigste Stimme, außer der FPÖ, die aber da nicht viel zu reden hat, ist der Gewerkschaftschef Katzian, ne? Dass der sagt, ja, wir brauchen eine Deckelung für das. Ne? Das ist wirklich. Und die Sozialpartner, und auch da ist es traurig, weil das haben wir immer sehr kritisch gesehen, dass diese Sozialpartnerregierung im Hintergrund, aber es ist in der Tat so, dass die im Moment die vernünftigsten Leute sind. Ne? Der Mara sagt, ja, die Sanktionen sind nicht zu Ende gedacht, das ist richtig, die schaden uns mehr wie den Russen, und der Gewerkschaftschef sagt ihm, ja, es gehören halt Eingriffe und Deckelungen her, um die Gesellschaft oder die Menschen, die Bürger wirklich sofort und nicht irgendwann im Herbst zu schützen. Also man merkt wirklich, dass besondere Zeiten sind, weil das Andreas Mölzer einmal den EGB-Boss und den Wirtschaftskammerpräsidenten so lobt. Ja gut, aber man soll das jetzt auch nicht so, ich freue mich sehr, wenn Sie das tun. Der Punkt ist nur, vieles von dem, was wir uns jetzt natürlich eingehandelt haben, ist abgesehen davon, dass sich die Zeiten durch Putin geändert haben, natürlich eine Folge davon, dass wir den Strommarkt vollständig liberalisiert haben, was ja auch heißt, wir haben wesentliche für die Gesellschaft Existenz
notwendige systemerhaltende Infrastrukturen den Markt auszuliefern. Sie haben ja recht. Schauen Sie, die Ausreden, dass man sagt, EU-rechtlich ist das unmöglich. Der Punkt ist nur, wie das in den frühen Nullerjahren passiert ist. In der EU hat die FPÖ noch jubelt und gesagt, wir wollen noch mehr Liberalisierung. Dann wird man noch schlimmer. Es ist richtig, Herr Messing. Wir haben ja gerade in den 90er Jahren noch zu Haiders Zeiten immer nur von Deregulierung und so weiter gesprochen. Das war auch an sich richtig in Anbetracht dessen, was der riesige verstaatlichte Bereich damals an defizitärer, ineffizienter Wirtschaft und ineffizienten Management. Wir sehen jetzt, dass das alles nicht richtig war. Nein, das war schon zum großen Teil richtig, nur hat man das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Also und, vor allem dann, wenn die Zeiten sich ändern, dann überhaupt keine Regulierungsmöglichkeiten mehr zu haben, das ist eben das Perverse. Weil da fehlt dann das soziale Element der Marktwirtschaft, das man braucht. Ne? Mhm. Ja, ich sehe das aber an vielen Stellen sehr viel kritischer und grundsätzlicher als Sie. Also, es gibt ja auch viele verstaatlichen. Ich weiß nicht, ob ich verstaatlichen würde, aber es gibt ja genügend. Ich bringe da ein Beispiel. Ja. Wir haben zum Beispiel in Wien oder in Österreich Grund und Boden, der im Grunde genommen den Staat gehört. Ja. Mag es eine nur staatsnahe Wirtschaft, Unternehmen sein wie die ÖBB. Ja. Wir haben diesen Markt dereguliert. Diese ÖBB ist auch eine AG. Die müssen, wenn sie sie verkaufen, zu Marktpreisen verkaufen. Selbst wenn sie es nicht wollen, wenn sie ein soziales Herz hätten und sagen, wir wollen, dass die Stadt Wien dort gefördert einen Wohnbau bauen kann, Genossenschaften, Gemeindebauten, kann der ÖBB-Chef oder wer dafür dort zuständig ist, der Infrastruktur, weiß ich nicht sagen, ich verkaufe das jetzt billiger. Ja? Weil das Aktiengesetz sagt, dann bist du der Untreue schuldig. Ja. Also da fängt schon an. Das heißt, ich würde all diese Gesetze und Regelungen, die da heißen, ich muss alles nach reinen Marktkriterien behandeln, insbesondere so wesentliche Dinge wie Infrastruktur, Gas, Strom, die systemrelevanten Versorgung für die Bürger, aber auch Wohnen, das würde ich alles aus der freien Wirtschaft sukzessive rausnehmen. Philosophischen Diskussion, aber ich bin ja auch dafür, dass der Gemeinnutz vor marktwirtschaftlichen Gewinninteressen zu stehen hat im Staate. Ne? Das ist völlig richtig und dass da vieles von wirtschaftsliberaler Seite, sei es jetzt aus ÖVP oder hat es ja auch aus der SPÖ gegeben und aus der FPÖ natürlich, dass da vieles übertrieben wird, das wissen wir. Und da müsste man eben heute nachjustieren, gerade wenn die Zeiten so schwierig sind. Ne? Und da müsste man unter Umständen sich auch hinwegsetzen über manche EU-Regelung zum Beispiel, ist ja nicht so, dass Brüssel einmarschieren wird, ne? Wenn wir uns das mit dem teuersten Gaskraftwerk überlegen. Ne? Es ist ja sogar so, dass wir davon ausgehen können, dass manche dieser Regelungen durchaus jetzt auch im europäischen Konzert kommen werden, weil jeder dieses Problem hat. Du musst es deckeln, wo du es deckelst und dann die Versorgungsunternehmen vielleicht gar nicht mehr alle kostendeckend produzieren können, musst du als Staat das reverstaatlichen. Das heißt jetzt nicht 100%, aber dass der Staat einsteigen muss, um die Defizite mitzutragen. Aber glauben Sie, es ist natürlich die Manager dieser staatsnahen Betriebe, etwa des Verbunds, ne, die jetzt unglaubliche Gewinne machen, die tun das natürlich auch nicht ungern. Und auch der Finanzminister, der natürlich, wo die Einnahmen nur so sprudeln, die sind natürlich im Nebending glücklich, dass sie jetzt Dinge, die sie, Milliarden, die sie rausgehabt haben in der Corona-Geschichte, jetzt auf die Hintertür, über die Hintertür wieder reinkriegen. Ja. Nur das ist jetzt ein guter Punkt mit den Gewinnen der Energiekonzerne. Da gibt es die Schätzung der EU-Kommission, dass allein die Zusatzgewinne der europäischen EU-Energiekonzerne 200 Milliarden Euro ausmachen soll. Sollte es da nicht eine Abschöpfung geben? Naja, Abschöpfung, also ich bin dagegen, dass man jetzt Almosen, dass man aber wir reden nur von Zusatzgewinnen, vom Gewinn. Das sind ja unglaubliche Summen, die da eigentlich vorhanden wären. Und ich meine, das könnte man, wenn man es rechtlich, den rechtlichen Rahmen schafft, EU-weit oder auch national, eben in die Verbilligung oder in die Deckelung stecken. Ich bin wirklich dagegen, es widerstrebt mir diese Almosengeschichten. Also, ja, und dann geben wir den angeblichen Bedürftigen halt noch einen Hunderter und denen noch und so. Das ist wirklich meines Erachtens keine Lösung. Eine Lösung wäre, wenn man allgemein dadurch die Möglichkeiten hat, die Preispolitik. Sollte man das machen? Naja, klar, der Punkt ist doch der, dass ja, wenn man solche Deckelungen einführt, der Energiepreis ja dann niedriger bleibt. Da führt dann erstens dass ich es den Menschen dann nicht ersetzen muss mit dem, was sie Almosen nennen, aber dass das ja natürlich dann in der Lieferkette und Produktionskette sich ja auch nicht inflationär sofort fortpflanzt. Siehe Schweiz, die haben 3% Ja gut, das ist auch bei der Schweiz... Gibt es auch andere. Ist ja eine andere rechtliche Konstellation und vor allem in der Schweiz
Andererseits werden die Jahresabrechnungen mit den neuen Tarifen im August verschickt. Also so wird es in der Schweiz auch nicht bleiben. Ist ja jetzt nicht so, dass die eine Insel ist. Aber natürlich hat sie viel weniger Abhängigkeit auch vom russischen Gas und von den internationalen Märkten auch, weil sie jetzt sozusagen so viele Wasserkraft haben. Ja, muss man auch dazu sagen, und ein bisschen Atomkraftwerke. Ja, genau. Aber Wasserkraft haben wir auch viel, wenn es nicht so vertrocknet wie jetzt. Ja. Das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Ja. Aber wesentlich ist ja doch auch, dass wenn ich das so mache, dass ich die Inflation ja selbst dämpfe. Ja. Wenn die Energiepreise niedriger sind, dann werden auch die Transportkosten, die Produktionskosten, die Kosten von den Lebensmittelhändlern, das wird ja alles niedriger. Es setzt sich nicht in der gesamten Kette so inflationär fort, sodass das, dass das schon eine dämpfende Wirkung hat. Der zweite ist natürlich, das ist natürlich nur etwas, was irgendwann mal wirkt, wenn man es eingeführt hat. Ja, die Frage, ob man die jetzt schon realisierten Übergewinne abschöpft und das, was der Staat damit einnimmt, an die Bedürftigen oder die das brauchen, weitergibt, dafür gibt es schon gute Gründe, weil mittlerweile so 20% bis zu 30% der Bevölkerung, der Haushalte, eigentlich nicht wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen können, die sozusagen mehr ausgeben, als sie einnehmen. Und das ist natürlich in seiner Dimension eine furchtbare Geschichte. Also das hat es immer gegeben, die Armen oder so, aber das geht jetzt schon weit in die Mittelschicht hinein. Wir haben da morgen in der Tageszeitung Österreich eben auch eine Geschichte von immer mehr wirklich verzweifelten Familien, die um Hilfe rufen, weil sie mit den diversen Kosten, die angestiegen sind, inklusive Lebensmittel, natürlich nicht mehr wissen, wie sie weiter tun sollen. Wird das zu einer Zerreißprobe für die Gesellschaft? Naja, es geht sowohl um eine Zerreißprobe im Lande selber, das wird unter Umständen für Wahlen, seien es Bundespräsidentenwahlen oder auch Nationalratswahlen, wenn die irgendwann einmal kommen, unter Umständen eine Imponderabilie, ein unberechenbares Element. Wie weit werden die Leute dann nicht nur Ängste, sondern wirklich Empörung anstauen und das Wahlverhalten gegenüber den Regierenden, politisch Etablierten, natürlich sehr kritisch ausfallen kann. Das ist das eine. Das andere, auch im internationalen Vergleich in Europa oder etwa bei uns, jetzt ich bin ja Kärntner am Balkan und so, wo Frieden herrscht, werden sich Spannungen, die latent, unterbewusst vorhanden, also im subkutan vorhanden sind, natürlich verschärfen. Dann kommen alte Konflikte hervor, wenn es wirklich um Verteilungskämpfe geht und. Ne? Das ist ja schon, sieht man ja, was weiß ich, wenn die Ungarn den Benzin billig für ihre Leute haben und für Ausländer nicht, dann sind so Dinge, die so langsam sich aufschaukeln. Ne? Oder wenn dann, was weiß ich, Gas geliefert wird oder wir haben Verpflichtung gegenüber Italien, wir tun es nicht mehr, weil man halt sagt, ah, wir sperren das einfach und was weiß ich. Ne? Also da ist ein Spreng- oder ein Empörungs- und Eskalationspotenzial, das man nicht unterschätzen soll. Ne? Weil da kommen alte Konflikte dann hervor und können sie verschärfen, nicht nur im Lande, sondern darüber hinaus. Welche Rolle sollte da die EU-Kommission einnehmen? Sollte die jetzt schon schauen, dass nicht genau solche Sachen passieren? Wir haben das ja auch am Anfang der Pandemie gesehen. Staaten, die plötzlich die Maskenlieferungen gestoppt haben oder jene, die sie versprochen haben, nicht eingehalten haben. Und das hat ja auch zu Wut geführt, bis da dann eingegriffen wurde. Ja, aber es wurde eben eingegriffen. Und wir müssen schon sehen, dass gerade in der Pandemie, klar sind Sachen schlechter passiert, als man es gehofft hätte. Und natürlich auch auf eine Pandemie kannst du ja eher nur lokal gut reagieren. Da ist die ganz große europäische Lösung nicht immer die gescheiterste. Aber da ist es im Grunde genommen nach einem ersten Anfangsschock dann doch gelungen, eine gesamte europäische Antwort zu geben, auch auf die Folgen, die unterschiedlich starken Folgen der wirtschaftlichen Krise, die daraus entstanden ist, dass man da nicht quasi so eine Beggar my neighbor oder also so quasi so dieses, wie heißt das auf Deutsch, mit diesem, mein Nachbar soll ja abbrennen, solange es bei mir nicht brennt. Da gibt es ja irgendwie so ein Johannis-Prinzip, wie heißt das? Floriani-Prinzip. Floriani-Prinzip, ja. Okay. Also bei den Heiligen sind sie so nicht daheim. Gell? Naja, zumindest nicht bei jedem Einzelnen. Ne? Also da hat man eben nicht auf das gesetzt, sondern da gab es dann eine gesamte europäische Lösung. Insofern, ja, die EU-Kommission, aber auch die großen, starken europäischen Player müssen sich da zusammensetzen, damit es diese, da sozusagen nicht Alleingänge gibt und dass man nicht einzelne
da alleine lässt, nicht nur im Gesamt, nicht nur aus dem europäischen Geist heraus, sondern weil sie auch eigentlich eine große Chance ist. Es ist ja jetzt nicht so, ein bisschen Panikmache haben wir ja jetzt schon. Vieles wird möglicherweise oder hoffentlich nicht so arg kommen, wie man denkt. Ja? Wir haben europaweit gesehen eine zum Beispiel Gasabhängigkeit von Russland von 20% und nicht von 80%, wie wir Österreicher haben oder 40%, wie die Deutschen haben. Und 20% ist nicht so viel. Das heißt, du könntest dann natürlich sagen, wir können 10% einsparen und 10% werden wir schon noch irgendwo auftreiben. Und wenn du da eine europäische Solidarität hast, dann wird es schon ganz gut gehen. Ich glaube auch übrigens, dass es Einsparungspotenzial relativ hohes gibt, ja? Sowohl in der Industrie, sowohl durch Effizienzgewinne, aber auch natürlich bei dem, was die Haushalte machen können. Es klingt oft so ein bisschen lächerlich, tut's das nicht, aber es ist nicht so lächerlich. Ja? Und wenn es von irgendetwas Mangel gibt, zu sagen, okay, wir dann solidarisch teilen und du drei Minuten kürzer, das klingt komisch, aber es ist nicht so deppert. Wir wiederholen uns natürlich in dieser Debatte. Das soll man nie dazu sagen, weil die Zuschauer haben vielleicht das nicht gehört, wo wir gerade wiederholen. Halten Sie die nicht für dumm, die Zuschauer? Das ist ja nicht dumm, sondern es schaut nicht jede Woche. Das glaube ich nicht. Aber abgesehen davon, wir wissen dass eine Sparsamkeit, ein bisschen Demut und ein bisschen Zurückhaltung im Konsum, dass uns das allen gut täte, das stimmt schon. Ne? Nur ist es trotzdem so, dass das ein schmerzhafter Prozess ist, wenn man dazu gezwungen wird. Ne? Und wenn der Konsument erstens sich die Dinge nicht mehr leisten kann, zweitens die Dinge unter Umständen gar nicht mehr kriegt, ne? Weil halt Regale oder gewisse Produkte einfach nicht mehr da sind. Wenn du hörst von den Firmen, dass gewisse Tätigkeiten bauen etwa immer schwieriger wird, weil es Grundstoffe und Materialien nicht mehr gibt. Das ist alles eine Geschichte, wo man sich halt was denkt. Ne? Und jetzt kannst du sagen, die Lieferketten sind in der Corona-Zeit zusammengebrochen, die bösen Russen sind schuld, weil die Ukraine was er sich nicht mehr liefern kann und so weiter. Das hilft uns aber nicht weiter und ist oft auch der Vorwand für viele, gerade für Spekulanten und so, zum Beispiel Dinge teurer zu machen, wo es überhaupt keinen Grund gäbe. Ne? Und da den Konsumenten oder den Bürger, natürlich zuerst die Kleinen und die Einkommensschwachen, aber insgesamt alle zu schützen, ist halt die Aufgabe des Staates. Dafür haben wir eine Regierung, verdammt nochmal. Übrigens ist nicht alles, lass mich das noch sagen, weil das ist ein wesentlicher Punkt, ist nicht alles, was wir da als Krise sehen, ein Krisenmoment, dass die Lieferketten gerissen ist. Wir haben auch trotz all dem einen Boom und deswegen Arbeitskräfteknappheit. Das erste Mal seit langem sehen wir, dass die Menschen, die eigentlich Arbeit haben, sich den Arbeitgeber aussuchen können und auch die noch keine haben. Das heißt, das ist ein Klischee. Wir haben so viele Menschen in Arbeit wie nie zuvor. Ja? Wir haben so viele Menschen in Arbeit wie nie zuvor. Es ist nicht so, dass da faul herumsitzen, die vorher Kellner waren, sondern die arbeiten alle woanders. Jetzt müssen sie natürlich die verschiedenen Unternehmen von den bis zur Bahn, bis zu den Gastronomiebetrieben nach der Decke strecken, um gute Menschen zu bekommen. Das ist nicht schlecht für die Leute, weil damit sind das erste Mal nicht mehr die Beschäftigten erpressbar, sondern die können sich die Unternehmen aussuchen. Das mag ja richtig sein, trotzdem dreht sich damit die Lohnpreisspirale natürlich auch weiter, heizt die Inflation weiter an. Also insgesamt keine Entwicklung, wo ich mich freue. Und schauen wir mal, wie das wirklich weitergeht mit dem Arbeitsmarkt. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach reden wir dann weiter. Es ist schon das Stichwort gefallen, böse Russen. Wir reden dann weiter über die EU-Sanktionen gegen Russland und welche Debatten es da jetzt gerade gibt. Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zu unserem Duell Andreas Mölzer gegen Robert Miesig. Wir haben im ersten Teil schon über die Preisdeckeldiskussion und die Folgen von Teuerung und Gaskrise geredet. In den letzten paar Tagen hat man immer deutlicher gemerkt, dass diese Diskussion direkt in eine Diskussion über die EU-Sanktionen geführt hat. Und da haben zwei Menschen ein bisschen vielleicht überrascht. Einerseits war das Harald Mara, der Wirtschaftskammerpräsident, der gesagt hat, auch wenn die Sanktionen notwendig waren, sind sie nicht zu Ende gedacht gewesen. Und die zweite, die vielleicht etwas überrascht hat, war SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die quasi gesagt hat, sie als Kanzlerin würde mit beiden hart reden, also mit Zelensky und Wladimir Putin. Das haben jetzt sehr viele. Da werden sie die aber fürchten. Ne? Das haben aber, die haben sich schon beim Nähermann so gefürchtet, dass man das ein bisschen als Äquidistanz wahrnimmt zwischen
Volodymyr Zelensky und Wladimir Putin. Ist das schon der Beginn davon, von den EU-Sanktionen abzurücken? Wenn es so ist, kann es so sein. Also ich habe jetzt die Wortmeldung von Pamela Rendi-Wagner tatsächlich, ich sage das jetzt nicht als Schutzbehauptung, damit ist nichts weiter zu sagen. Ich war im Ausland in der Woche und das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Nur so aufs Twitter-Memes und dann kann man ja nicht genau was sagen, was sie gesagt hat. Natürlich gibt es diese Grundhaltung der Neutralismus und diese Grundhaltung ist beide Seiten und das hast du in Österreich. Das hast du in Österreich relativ schnell und selbst wenn du es nicht so meinst, wird es dann relativ schnell so wahrgenommen. Ich würde davor warnen, also es ist so, dass es keine Neutralität geben kann, wenn jemand ein Land überfällt, wenn jemand die Regeln so bricht. Das, was wir uns auch an Regeln in Europa gewöhnt haben, das Positive ist ja dran, Putin tut etwas, was früher irgendwie üblich war auf diesem Kontinent. Und jetzt sind wir nicht mehr bereit, das auf diese Art und Weise hinzunehmen. Das heißt, wir sind ja alle dem Recht, dem internationalen Recht der friedlichen Entwicklung viel mehr verpflichtet, als es früher der Fall ist. Das muss man auch dazu sagen, das ist eigentlich eine positive Entwicklung. Ja? Deswegen ist es auch klar gewesen, dass es Antworten darauf gibt. Und Antworten sind teilweise eine Unterstützung der Ukraine, natürlich mit Besonnenheit und Bedachtsamkeit, es gibt keine Kriegsbeteiligung, aber auch klare Antworten im Hinblick auf wirtschaftliche Sanktionen, die natürlich Russland sehr wehtun und langfristig dieses System, das Putin-System, auch seine Kriegsfähigkeit in Frage stellen. Ja? Wir haben ja nie Gas sanktioniert. Der Punkt ist, dass jetzt natürlich Putin nicht nur als Revanche, weil er ja vorher schon sozusagen einen Krieg gegen den Westen auf den verschiedensten Ebenen geführt, aber natürlich jetzt auch die Energiewaffe einsetzt, das ist klar. Deswegen kann man aber nicht sagen, okay, dann kriechen wir auf den Knien zu ihm und sagen, wir haben es nicht so gemeint. Ja? Das kann doch nicht die Antwort sein auf einen derartigen Bruch des Friedenssystems in Europa. Stimmt ja, aber das hat man von Anfang an nicht bedacht, dass dieser totale Wirtschaftskrieg, den man mit den Sanktionen führt, gegen die Russen. Nicht na, was und dann hat man geglaubt, man macht die Sanktionen, die sollen den Russen maximal schaden. Ne? Ist ja klar, ist ja der Sinn. Aber der wird weiter brav Gas liefern und sagen, bitte, ich bin so lieb zu euch und warum soll ich. Das ist ja irr, das ist ja ein völliger Schwachsinn. Man hat, ist nicht so, wie Sie schildern. Nein, bitteschön. Ja, es wird die Gaswaffe natürlich immer stärker eingesetzt werden von ihm und die Nuklearbrennstäbe haben wir auch schon besprochen, ohne die westlichen Atomkraftwerke nicht laufen werden, die russischen. Ne? Und das wird natürlich eingesetzt werden in dem Maße, in dem die Sanktionen wirklich wirken. Und Experten sagen, also wirken bei der russischen Wirtschaft heuer ist noch nicht so schlimm und der Rubel steht nicht schlecht, aber in 2 Jahren ist es wirklich schlimm. Bei uns ist es jetzt schon schlimm, wegen der Sanktionen. Ne? Bei uns haben wir jetzt schon die Einbrüche. Und so gesehen haben jene, die da sagen, die Sanktionen sind nicht wirklich in der Wirkung zu Ende gedacht, recht. Auch ihre Parteivorsitzende nebenbei bemerkt. Ne? Also das ist leider eine Tatsache und da müssen wir uns irgendwo überlegen, ob man da auch wieder rauskommt. Ich halte zwei Sachen dafür für völlig falsch. Ja. Erstens, man hat nicht unbedacht darauf, der Westen hätte ja durchaus, ist ja nicht so, dass der Westen nicht auch stärkere Sanktionen hat. Ja, und hat er überlegt, dass wir jetzt eine Inflation haben von 10% und mehr. Und eine stärkere Unterstützung der Ukraine möglich. Also sozusagen, der Westen hat natürlich auch noch mehr an Eskalationspotenzial. Sie genauso wie der Weltkrieg. Genauso, genannt unterhalb von dem. Ja? Genauso wie das Putin-Regime, das weiß man auch, ein Mehr an Eskalationspotenzial hat. Und so wie wir gut angehalten sind, mit Besonnenheit vorzugehen, trotz der komplizierten Situation, ist natürlich auch Herr Putin auch aus seiner Sicht angehalten, die Eskalationsschraube nicht massiv aufzudrehen. Einerseits, weil dann provoziert eine Gegenreaktion, die dann auch dementsprechend ist, aber auch, weil er natürlich diese Einnahmen aus dem Gas und Öl und sonstigem Geschäft braucht. Das wissen wir ja auch. Wir wissen aber einfach, dass er es anderwertig auch verkaufen kann. Nein, aber das Gas kann er nicht einfach nach China, Indien und so weiter liefern, weil da gibt es nicht. Also so einfach ist es alles nicht. So einfach ist es alles nicht. Das heißt, es ist bei Weitem nicht so. Und all das, was jetzt passiert unter uns, wir wissen alle, dass alle westlichen Regierungen oder insbesondere die ein bisschen nach vorne schauen, genau diese einzelnen Schritte auch im Kopf gehabt haben, die da die andere Seite setzen kann und entsprechend versucht haben, sich vorzubereiten. Und wir wissen ja eh, dass einiges an Vorbereitung passiert ist. LNG-Terminals, Deutschland von Beginn an begonnen, sie zu bauen und so weiter und so fort. Ob es ausreichen wird, wird man sehen. Aber natürlich ist es eine angespannte Situation. Nur dafür hat die andere Seite gesorgt. Ja, das ist schon richtig. Wir wissen, wer angefangen hat und so weiter, abgesehen von der Vorgeschichte. Aber da sind wir bei der Grundfrage. Wie lange soll dieser Krieg
dauern. Wenn es nach dem Pentagon geht und nach dem Weißen Haus in Washington, dann, wenn es sein muss, ewig bis zur Rückeroberung, was weiß ich, wie weit nach Russland hinein, ne, das dann beansprucht wird. Oder müssen wir als Europäer nicht schauen, dass das alles möglichst schnell endet? Und das wird halt nicht einseitig beendet werden können, sondern mit einem Kompromiss von beiden Seiten. Aber wie soll das jetzt gehen? Weil Sie haben jetzt schon recht, das ist Pamela Rendi-Wagner und Harald Mahrer sind so ein bisschen auf die Mittelposition gegangen und sagen, was Sie jetzt sagen, Verhandlungstisch zurück und man muss schauen, dass beide Seiten Kompromisse machen. Die FPÖ und der Parteichef Kickl und sein neuer Bundespräsidentschaftskandidat sagen ja einfach, die Sanktionen sollen fallen. Die was soll fallen? Die Sanktionen. Die EU-Sanktionen. Ja, ja. Ich meine, wie soll das da muss man umgehen? Das eine mal sagen, bei aller Sympathie für die Partei, der ich angehöre, hat sie in der Frage nicht viel zu reden. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist, dass man, und da geht es um die Haltung auch von Mara und von Pamela Rendi-Wagner, für das alles Voraussetzung ist, dass dieser Krieg beendet wird, so oder so. Und dass nicht eine Endsieg-Rhetorik da Platz greift in Kiew, die von Washington befeuert wird, sondern dass halt die Einsicht in den unguten Kompromiss, natürlich gibt man einen Aggressor damit irgendwo, da hat er ihm Raum gegeben. Das ist eine schreckliche Geschichte, aber wie will man sonst aufhören? Ne? Man kann sagen, ja, na, wir kämpfen weiter, wir liefern die modernsten Waffensysteme und unsere Drohnen und Satelliten werden das genau und letztlich werden wir Moskau in Schutt und Asche legen und alles ihre Sachen. Ne? Aber niemand. Das ist jetzt überzeichnet, um das zu verstehen. Aber schauen Sie, ein Land, diese neuen Waffen, die da geliefert werden, wenn wir sehen, wie lange die Russen das sich gefallen lassen, die also den Ukraine die Illusion vorgaukeln, sie könnte das ganze Gebiet des Donbass und der Krim zurückerobern. Das ist ja eine Verlängerung des Krieges, wo die Rücksicht auf Zerstörung materieller Güter und auf Menschenleben überhaupt keine Rolle spielen, offenbar. Und das ist der Wahnsinn. Das ist doch die Grundfrage, dass man da schauen muss, dass das möglichst schnell endet. Und das ist in Washington scheinbar wurscht. Ne? Ist da nicht ein bisschen auch offenbar die Fehleinschätzung von allen gewesen, dass der Krieg nicht so lange dauern würde? Weil man am Anfang haben natürlich schon die diversesten EU-Staatskanzleien Hilfeleistungen, starke Sanktionen, aber sie haben nicht damit gerechnet, dass dieser Krieg über sehr, sehr viele Monate geht. Die ersten 2-3 Wochen. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das so ist. Danach hat man dann gemerkt, dass die Gegenwehr viel größer ist. Zunächst haben ja auch viele, die ganzen Militärexperten, die wir auch gehört haben, gesagt, geht nur in drei, na, und in 3 Tagen haben die gewonnen. Genau, also, das nenne ich ja, mit dass sie geglaubt haben, es dauert. So habe ich es gemeint. Ja. Ja, ja, klar. Also ich meine, natürlich hat sich da die Erwartungshaltung, vor allem die mediale, auch in den mehrmals geändert in diesen Wochen. Ja. Nein, es waren die Militärexperten, wie du richtig gesagt hast, die gesagt haben, keine Chance. Diskutieren wir jetzt mal auf das, wo wir jetzt stehen und nicht über Irrtümer, die wir vielleicht alle schon gemacht haben. Über das, wo wir jetzt stehen, dann sind wir jetzt im Juli und August und natürlich auch der Preis, den Russland zahlt, ein ökonomischer Preis, der viel höher ist, als die, das also alleinig sozusagen die russische Wirtschaft ist von westlicher Technologie und Computertechnologie abhängig. Die Softwares, die sie haben, werden nicht mal mehr abgedatet. Sie haben nicht mal ausreichend IT-Techniker, um vielleicht eine russische Software schnell zu bauen, weil das sind 150.000 in den ersten Monaten des Krieges einfach abgehauen, weil das ist sozusagen die gut ausgebildete wirtschaftliche Mittelschicht oder fast Spitzenschicht, na, die wird dort nicht mehr bleiben. Ja? Also das heißt, die haben da natürlich eine hohe Betroffenheit, Russland, und will natürlich auch diesen Krieg, das wäre meine These, irgendwann mal im Herbst, bevor der Winter einbricht, beenden. Aber wie würden sie ihn beenden? Mit möglichst hohen Gebietsgewinnen, dann sagen sie, okay, aber jetzt machen wir Verhandlungen und ihr hebt die Sanktionen auf und dann sind wir circa dort, wo wir 2014 und folgenden waren. Ja? Sie haben die Krim besetzt, sie haben Teile des Donbass besetzt und es gibt eine Waffenstillstandslinie und der Westen tut wieder so. Was ist die Alternative? Das weiß ich noch nicht. Ja? Ich skizziere mal nur das Problem, ja? Dann können wir uns überlegen, was die Alternative ist. Ja? Und der Westen hat gesagt, okay, super, tun wir nichts und wir stecken den Kopf in den Sand. Ja. Und Minsk 2 und wird schon irgendwie passen. So, wenn wir das im Herbst wieder machen, ist ein Teil weiter nach Westen gerückt. Putin hat zwar irgendwie verstanden, ganz ohne Folgen ist Eskalation nicht,
Aber wenn wir ihm jetzt zu verstehen geben, ja, wir sind da bereit, das zu akzeptieren und wieder alles goody-goody mit dir, dann wird das diese imperialistischen Bestrebungen jetzt nicht unbedingt bremsen. Ja? Also das ist, glaube ich, das große Dilemma, vor dem wir stehen. Auch wenn ich Ihnen zustimme, dass irgendwann mal es natürlich einen Verhandlungsbeginn geben muss, am Ende Verhandlungslösung, also dann mal ein Waffenstillstand, dann Verhandlungslösung und dann irgendwie der Versuch einer Restabilisierung des Ganzen, eher auf sehr labilen Beinen. Aber trotzdem bleibt dieses Dilemma, wo man sich genau überlegen muss, was jetzt die richtigen Schritte sind. Na, das ist schon richtig, das Dilemma bleibt erhalten, solange die Menschheitsgeschichte weitergeht. Ne? Also vor der Apokalypse wird man immer aggressive Kräfte haben, die halt all diese Dinge machen und es mag sein, dass die vor der Apokalypse. Aber was ist die Alternative? Ich wüsste nicht, was die Alternative ist, eine Fortsetzung des Krieges über Jahre. Die Alternative ist, jetzt schon die Sanktionen aufheben, weil wir irgendwie Angst haben und ihm jetzt schon zu signalisieren. Irgendwann wird es vielleicht sogar bei einer Art von faulen Kompromiss notwendig sein, das zu tun, aber so weit sind wir da jetzt. Da gibt es viele, die sagen, wenn man jetzt schon so weit gehen würde und quasi zitternd vor Putin steht und sagt, ja, du hast uns eher richtig durchschaut, weil natürlich hat er damit kalkuliert und wir geben jetzt alles auf, weil zuerst kommt das Fressen, dann die Moral und in Wirklichkeit haben wir kein Fressen und keine Moral und wir steigen jetzt darauf ein. Da sagen halt ziemlich viele Geheimdienstexperten, aber auch andere, das kann für Europa ein gefährliches Spiel sein, weil dann könnte Putin weitermachen. Ich halte das auch für hochspekulativ, dass man sagt, jetzt sind die baltischen Staaten dran und. Aber das würde NATO bedeuten und würde uns noch viel, dass man, viel dass mehr man in Washington sehen. So denkt, verstehe ich noch. Ne? Dass man in Berlin oder in Brüssel oder auch in Wien so denkt, verstehe ich nicht. Weil dieser Krieg geht ja zulasten der ukrainischen Bevölkerung. Jedes Monat sind wieder tausende Tote und zerstörte Städte und. Das heißt, der Kompromiss ist keine Freude, kann man damit haben. Das ist mir völlig klar. Aber zu sagen, den können wir nicht schließen oder möglichst spät schließen, weil sonst glauben die Russen, sie können wieder bis an die Elbe vorrücken oder bis an den Atlantik. Diese Gefahr sehen sie nicht. Nein, das sehe ich nicht. Also russischer Imperialismus, der ist sicher vorhanden oder auch der Traum davon, Russland als Großmacht wieder zu etablieren und zu den Meerengen, das kennen wir seit Peter den Großen, zum Bosporus und zur Ostsee, eisfreie Häfen, all dieser historische Scheiß, sage ich einmal. Das ist natürlich bekannt, aber also so irreal sind die Leute auch nicht. Dass die einerseits einen Krieg führen, weil sie halt denken, dass die ethnisch-russische Gebiete, dass die von ihnen dominiert sein sollen, so oder so, mit abhängigen Staaten oder auch mit Eingemeindung, das verstehe ich. Nur glaube ich nicht, dass Russland sagt, ja, und Finnland und die baltischen Staaten, das wollen wir da als nächstes haben. Also das halte ich einfach für irreal. Und das ist auch ein Vorwand, um nicht aufzuhören, ne? Um diesen faulen Kompromiss, der sicher ungut ist, zu vermeiden. Auf der anderen Seite ist dieser faule Kompromiss das einzige, um zehntausende Menschenleben und die Zerstörung weiterer ukrainischer Städte zu schonen und auch unsere Misere zu lindern. Die ist ja nicht nur durch Russland verursacht, wie wir wissen, aber halt der Vorwand ist es zumindest für alle Dinge. Naja, schauen Sie, ich gebe Ihnen ja in vielen recht. Also irgendwann wird man vor solchen schweren Entscheidungen stehen, das ist eh völlig Solange klar. Sie mir nicht in allem recht geben, ist das nur ein fauler Kompromiss, den wir nicht eingehen sollen. in den gebe ich Ihnen durchaus recht, irgendwann mal steht man. Ich sehe die Alternativen nicht, weißt? Das ist halt das Problem. Ja, aber die Alternative ist doch jetzt nicht vor den Knien dorthin zu rutschen. Es braucht natürlich beides. Es braucht eine klare Haltung, die auch heißt, die auch ein Abschreckungspotenzial hast. Wenn du so weit gehst, dann wird das nicht ohne Strafe, nenne ich es jetzt mal so, passieren können. Strafe ist ein bisschen ein saloppes Wort. Das ist die eine Geschichte. Und andererseits dann natürlich im richtigen Moment Bedachtsamkeit. Und weil Sie dann mit Washington daherkommen, ja, ich meine... Die haben ja gar nichts reden. Nein, es geht doch nicht um das. Sind Sie jetzt ein Atlantiker geworden, Herr Wiesig? Man muss doch die Wirklichkeit sehen, wie sie ist. Sehen Sie tatsächlich, dass irgendwer in Washington eine
aggressivere Politik als Deutschland und Frankreich. Das sagt ja niemand, aber dass das auch ein Stellvertreterkrieg ist, der in der Ukraine geführt wird. Kein Mensch im Westen will diesen Krieg, weder in Washington noch in Paris noch in Berlin. Der Herr Biden hat schon erklärt, dass dieser Krieg erst dann endet, wenn Russland völlig unfähig ist, international noch Machtpolitik. Hat er schon erklärt. Und das Zweite ist, was heißt, wenn man nicht aufhört? Es wird sofort aufgehört, wenn der Herr Putin aufhört und sich möglicherweise, er muss sich gar nicht auf die Grenzen der Ukraine zurückziehen, wenn er sich zurückzieht auf die bisher. Es wäre ja schön, wenn das so wäre, aber die Erklärungen in Kiew lauten, erst wenn jeder Boden ukrainischen Territoriums befreit ist. Er tut es nur nicht. Er tut es nur nicht. Aber ignorieren Sie doch nicht die Aussagen, das gibt aus Washington, das Kiew. Aber Sie tun so, als wäre der Krieg von der bösen, aggressiven Ukraine begonnen worden und nicht von Russland. Ja, dass ein überfallenes Land im Moment der Überfallenheit. Wie kommen Sie dazu zu sagen, dass ich so tue? Ich sage das nicht. Ich sage, der Aggressor ist zu verurteilen. Ich sage, dass ein überfallenes Land im Moment der Überfallenheit sagt, und bevor es überhaupt Verhandlungen gibt, dass es die Souveränität und die Integrität seines Landes wiederherstellen will, ist doch selbstverständlich. Ich meine, Österreich hat mit Italien über Südtirol bis ins Jahr 1970 oder 83 verhandelt. Ja? Da war schon 60 Jahre klar, dass die Grenzen so bleiben werden. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Natürlich, Länder brauchen eine Zeit lang, bis sie sowas akzeptieren. Natürlich wird es die Ukraine irgendwann mal einen Teil wohl akzeptieren müssen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, sage ich jetzt mal, wir wissen alle nicht, wie es ausgeht, wird sie akzeptieren müssen, aber das wird auch für die Ukraine ein schmerzhafter Prozess und mitten im Krieg. Und das muss alles möglichst lang dauern, damit wir noch 10.000 Tote haben und noch eine Million Flüchtlinge und noch zerstörte Städte. Kein Präsident kann sich mitten in so einer Situation hinstellen und sagen, wir führen zwar noch Krieg, aber ich bin eh dafür, dass man nicht alles wieder unter unsere Kontrolle bringt. Das ist da einfach weltfremd. Gut, wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es eine Spur lockerer weiter, nämlich mit Walter Rosenkranz, dem FPÖ-Kandidaten und den Bundespräsidentschaftswahlen. Bleiben Sie dran. Das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zu unserem Duell Robert Miesig gegen Andreas Mölzer. Und wir kommen nach Preisdeckel, EU-Sanktionen, russischem Angriffskrieg jetzt auf den FPÖ-Kandidaten Walter Rosenkranz. Kickl ist Notlösung oder Lieblingslösung, je nach Perspektive kommen unterschiedliche Varianten raus. Aber was fix ist, er ist der Kandidat der FPÖ gegen Alexander Van der Bellen. Er ist der Volksanwalt. Er behält den Volksanwaltjob auch während des Wahlkampfes. Und er scheint genau das zu machen, was sich Herbert Kickl wünscht. Er hat nämlich schon gesagt, seine zwei Hauptthemen werden Corona sein und wird Neutralität / die EU-Sanktionen sein, über die wir vorher geredet haben. Heißt das, Herbert Kickl wird diesen Wahlkampf nutzen, um so richtig noch Öl, das nicht vorhandene Öl, ins Feuer zu gießen? Ja, was haben Sie erwartet, dass man jetzt Kindergarten Wohlfühlpartys veranstaltet? Nein, die Sache ist die, da muss man jetzt ein paar zu ihrem Entree ein paar Dinge doch klarstellen. Der Walter Rosenkranz bleibt Volksanwalt, ist das, wird das auch weiter sein, noch etliche Jahre oder dann vielleicht eine neue Periode. Der Bundespräsident amtiert auch weiter, obwohl er im Wahlkampf ist. Also das ist rechtlich möglich und das ist auch moralisch legitim. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Das ist das eine. Das andere, ich war schon überrascht davon, weil ich aus verschiedensten Gründen nicht damit gerechnet habe. Sie kennen ja diese alte FPÖ-Tradition aus Haiderszeiten mit Überraschungskandidaten, mit Quereinsteigern aus Politik, Kultur, Sport und was weiß ich was. Und ich habe eigentlich auch eher gedacht, oder in dem Fall Kontrastprogramm, die junge Frau gegen den alten weißen Mann. Und dass es eine eher, wie soll man sagen, konventionelle Kandidierung war, hat mich überrascht. Aber dann doch nach dem ersten Moment positiv überrascht, weil damit diese Wahl ja erst zu einer Wahl wird. Weil abgesehen von den Randgruppen und Scherzkandidaten, die es bisher gegeben hat, ist das eben eine seriöse Kandidatur von einer Persönlichkeit, der man das Amt jetzt auch als politischer Gegner zutrauen würde, von der Bildung, vom persönlichen Format, von der juristischen Fähigkeit und. Und natürlich auch ein Kandidat getragen von einer Parlamentspartei, die auch entsprechend dafür
dafür sorgen wird in einem Wahlkampf, die Mittel hat auch dafür, dass das Ganze für die Bevölkerung wirklich eine Auswahlmöglichkeit bietet. Robert, und das ist demokratiepolitisch der FPÖ hoch anzurechnen. Bevor wir noch zu dir kommen, Robert, FPÖ-intern scheint man der Meinung zu sein, dass man das, was 2016 passiert ist, wiederholen könne. Und dass es zum Duell Blau gegen Van der Bellen kommen könnte und dass man VDB in eine Stichwahl zwingen könnte. Halten Sie das für realistisch? Naja, wenn man in so eine Wahl geht, muss man natürlich einmal einen gewissen Grundoptimismus haben. Das ist klar. Nach den jetzigen Umfragen gehört da schon viel Optimismus dazu. Auf der anderen Seite existiert ja oder entwickelt sich ja das, was wir zuerst diskutiert haben. Diese multiple Krise, in der sich das Land und Europa befindet, das Unbehagen mit der Regierung, mit den Regierenden, mit dem politischen Establishment, wenn Sie so wollen. Und dass da was ins Rutschen kommen könnte, ne? Wenn der Amtsinhaber, der Kandidat aller, mehr oder weniger aller etablierten Parteien ist, wobei er auch aus der ÖVP, jetzt der Landeshauptmann Drechsler und so weiter sagt, das ist unser Kandidat, da könnte sich natürlich etwas ins bewegen und dass halt wirklich unter Umständen, je nachdem wie es weitergeht, eine Stichwahl zustande käme. Nach den jetzigen Umfragen eher wenig wahrscheinlich, aber was weiß man, was im Herbst dann der Fall ist, wenn es kalt wird und wenn die Leute die Stromrechnung nicht mehr zahlen können. Bis jetzt ist ja der Alexander Van der Bellen eher sehr zurückhaltend in diesem Wahlkampf. Nona, es ist auch in der Hofburg sitzend als Bundespräsident jetzt schwer, echten Wahlkampf zu führen. Aber wird all das, was der Andreas Mölzer da jetzt gerade angesprochen hat, nicht tatsächlich zur Gefahr für Alexander Van der Bellen? Weil Herbert Kickl legte den Wahlkampf als Denkzettel gegen die Regierung an. Und du hast auch schon gemerkt, Walter Rosenkranz in seinen ersten Äußerungen, naja, ich bin und bleibe ein Blauer, sagt er, und der Van der Bellen ist und bleibt ja ein Grüner. Also da wird er versucht quasi dieses Duell. Ist das eine Gefahr für Van der Bellen und wie könnte er dem kontern oder kann er das gar nicht? Es kommt darauf an, was man unter Gefahr versteht. Also ich sehe nicht, dass eine Stichwahl entsteht. Ja, das sehe ich nicht wirklich. Ja. Also natürlich gibt es eine gewisse Gefahr, dass der FPÖ-Kandidat 25% einsammelt und die anderen auch noch ein bisschen. Und dann haben sie 45 und er hat nur 55. Also das kann natürlich passieren. Alles andere sehe ich jetzt eher nicht. Also da ist eher wahrscheinlich, dass der FPÖ-Kandidat ja doch ein bisschen, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, aber eher so offensichtlich ausgewählt wurde, wer bei 3 nicht auf die Bahn wird, muss für uns kandidieren. Ja, da weiß ich ein paar Dinge, die Sie interessieren könnten. Na gut, das können wir ja dann besprechen. Es war niemand am Baum, oder was? So einfach ist es. Also jedenfalls, wir haben ja gehört, der Herr Valentin und die Frau Fürst und wer dann noch alle, die Frau Steger und wer dann noch alle genannt worden ist. Jetzt ist halt der Herr Rosenkranz, den vorher niemand auf dem Zettel gehabt hat, aber der jetzt nicht die große Ansage ist. Also da ist ja eher die Gefahr, dass Herr Rosenkranz eher im Keller-Derby mit Gerald Gross und Herrn Brunner. Das würden Sie sich gerne wünschen. Ja, ich weiß nicht, ob wir das wünschen. Ich meine, die werden ja alle gar nicht so schlecht abschneiden. Wenn die alle 3,9% haben, ist dann das in Summe immer noch 3 mal 9, was ist das, 27? Das ist nicht nichts, ja. Aber sozusagen ist es durchaus vorstellbar, dass er auch in dieser Liga dann spielt. Ich persönlich glaube, du unterschätzt das. Ja, das glaube ich auch. Ist, ein paar Dinge zur Klärung, was ich inzwischen in Erfahrung gebracht habe. Es ist natürlich so, es waren bei der Auswahl dieses Kandidaten, ohne jetzt Kickl-Psychologisiererei betreiben zu wollen, hat es halt sowas wie eine Liste oder eine Aufstellung möglicher Persönlichkeiten gegeben. Ne? Und da waren verschiedenste Überlegungen. Die eine Überlegung, die auch ich für Wahrscheinlichkeiten habe, dass man die junge, dynamische Frau gegen den alten, weißen Mann, dass das also ein interessantes Kontrastprogramm sein könnte. Und der Name Rosenkranz ist natürlich immer oben gestanden, wobei ihr Land, dadurch, dass ich nicht wusste, ob er Volksanwalt bleiben kann, das für ich nicht bedacht habe. Ich hatte es auch nicht geglaubt. Aber es ist inzwischen so, oder die Überlegung hat sich durchgesetzt, offenbar beim Parteipräsidium, ist ja nicht nur Kickl alleine, dass man gesagt hat, nein, es gilt im Wesentlichen auch in ÖVP-Wählerschichten einzudringen, weil die ÖVP keinen Kandidaten aufstellt und ob alle, deswegen die Betonung, dass Van der Bellen ein grüner Kandidat ist, ne, ob alle Schwarzen und Türkisen jetzt wirklich den Grünen wählen wollen und dass man da eine Persönlichkeit hinstellt und da ist Rosenkranz an sich idealtypisch, der bürgerlich ist, der einen guten Beruf hat, der ein kultivierter Mensch ist, kunstaffin und, sehr eloquent und sehr gebildet, das kann man ihm nicht absprechen und dass das die Chance ist, in dieses ÖVP-Elaborat hineinzukommen. Das ist eine durchaus nicht unvernünftige Überlegung. Deswegen
deswegen habe ich ja auch gesagt, ja, ja, wenn das aufgeht, dann kommt er auf die 25%, obwohl ihm Gross und, oder 35. Und Wohnen auch ein bisschen was abnimmt. Oder 35. Was weiß man? Also werden wir ja, das wissen wir ja. Das sind ja Fragen. Ja. Auf der anderen Seite, ich meine, die Menschen werden den Herrn Rosenkranz jetzt erst mal kennenlernen. Ich kenne ihn ja selbst nicht genug. So unbekannt ist er nicht. Bekannt ist aber auch nicht. Also das hat wahrscheinlich der Durchschnittsmensch nicht wirklich eine Vorstellung davon. Es gibt ja auch genügend Sachen, was werden wir schauen, was da noch rauskommt. Also mit den Identitären hat er da gebackelt in der Neustadt und so weiter. Also das sind sicher Dinge, die auch, sagen wir, den liberal, sozusagen den christdemokratischen ÖVP-Wähler, der durchaus bereit wäre, sich was anderes zu überlegen, jetzt nicht unbedingt so gefallen wird. Aber das weiß ich jetzt natürlich auch alles nicht. Wir werden das weiter genau beobachten und wir werden garantiert die nächsten Wochen auch noch darüber diskutieren. Danke Andreas Mölzer, danke Robert Miesig und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran.